Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Bausimulator 2015. Wir sind im Moment dabei, ein Klinikum für Fuchsberg zu bauen und mit dem Bau von dem Klinikum sind wir auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich glaube, wir haben noch circa 3 Abschnitte zu bearbeiten, dann ist das Klinikum fertiggestellt. Und wir befinden uns hier gerade in der Stadt beim Baustoffhändler Heininger, wo wir im letzten Teil einige Baustoffe abgeholt haben, beziehungsweise einige Baumaterialien auf den Pritschenwagen mit Kran aufgeladen haben. Die seht ihr da drauf. Und zwar haben wir da folgende Baumaterialien, 3x kleine Ziegelsteine, das sind diese hier, glaube ich, genau die hier. Und dann noch 3x Isoliermaterial, die gelben Rollen hier. So, dann würde ich sagen, steigen wir direkt mal in den Pritschenwagen mit Kran ein und machen uns auf den Weg zur Baustelle. Die Ladung ist schon gesichert und dann kann es direkt losgehen. So, hier gucken wir noch, dass die richtige Strecke hier markiert ist. Ja, das passt. Nicht, dass wir hier irgendwie falsch fahren. Wobei wir können eigentlich, wobei da ist keine Auffahrt zur Autobahn, ne? Aber wir könnten eigentlich auch da geradeaus fahren. Ja, machen wir es auch so. Auch wenn das Navi uns jetzt was anderes vorschlägt. Wahrscheinlich einfach... weil wir hier eigentlich nicht geradeaus drüber fahren dürften. Hat keiner gesehen. genau, hat das Navi uns was anderes vorgeschlagen. Ihr seht, jetzt schlägt es uns auch eine ganz andere Strecke vor, die ich jetzt eben nämlich vorhatte zu fahren. Aber irgendwie diese Strecke hier zum Beispiel ist ja so eine Strecke, die wir auch schon ziemlich oft so mal gefahren sind. Weil... das immer so eine Verbindungsstrecke ist hier so vom Baustoffhändler Heininger oder so vom Betriebsgelände, was wir hier da hinten haben in der Nähe, vom Baustoffhändler hier so in die andere Seite von Fuchsberg, auf die andere Seite von Fuchsberg zum Beispiel, oder auch die Autobahn, die da oben lang fährt, die da oben lang führt. Das sind ja beides so Strecken, die wir eigentlich schon hier immer ziemlich häufig genutzt haben, so ziemlich, ja, so Strecken, die halt so wichtige Hauptverbindungsstrecken sozusagen. Wo es halt dann auch wieder Straßen gibt, die wir recht wenig bis jetzt nur gefahren sind. Zum Beispiel halt hier hinten rum, da sind wir höchstens 1-2 Mal gefahren. Aber so zentrale Verbindungsstrecken, da sind wir schon oft immer lang gefahren. Ist mir jetzt gerade nochmal irgendwie so aufgefallen. So, Ampel ist grün, weiter geht's. Und dann düsen wir mal weiter hier durch Fuchsberg. Ich weiß gar nicht, wo wir die Baumaterialien hinladen müssen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir die auf das Dach irgendwo laden müssen. Aber das werden wir ja gleich sehen, wenn wir da sind. So, die Ampel ist wie... die ist, naja, genau, gerade rot geworden, wo wir ankommen sind. Sehr toll. So. Genau, es ist aber echt nicht mehr viel zu tun. Wir können gerade mal gucken, wie viel wir noch zu tun haben. Das lädt kurz. Es lädt. Es hängt. Oh nein, bitte stürzt jetzt nicht ab. Ah, Glück gehabt, nicht abgestürzt. So, ihr seht, es sind viele Abschnitte. Wir sind bei Abschnitt 9. Genau, danach noch 3 weitere Abschnitte. Dann sind wir fertig. Zum Schluss mal verdichten, Erde transportieren und 8 Fertigwände holen. Genau. Und das mit Verdichten würde ich eigentlich sagen, ne, nicht verdichten, sondern das mit dem Erde holen. Das sind zwar nur 10 Kubikmeter, aber ich würde sagen, das können wir mal machen mit dem, mit diesem Sattelauflieger. Den haben wir bis jetzt ja noch nie benutzt. Ich glaube, ich wollte den irgendwie mal, was beim Bau der, von der Brücke oder so, wollte ich den ja eigentlich mal benutzen. Aber, ja, habe ich dann irgendwie ganz vergessen. Dann haben wir es doch mit dem Muldenkipper dann geholt, die Erde. Mussten ja damals ziemlich oft fahren, da habe ich ja mit dem Ansgar zusammen gespielt. Genau, da haben wir zusammen die Brücke fertiggestellt da. Die jetzt da hinten steht, genau. Und da mussten wir ja dann am Ende ganz schön oft verandachten, immer, ah, jetzt ist genug Erde, dann war es doch nicht genug. Und genau, aber wir können das ja machen, mal dann hier mit dem Sattelkipper machen, mit dem Sattelauflieger, dass ich euch den auch mal zeigen kann. Will ich nämlich auch unbedingt mal einsetzen. So, da sieht man ja schon das Klinikum schon groß in die Höhe gewachsen. Und wir halten jetzt einfach mal hier an. Am besten hier und nehmen dann den Turmtrikran, also wenn wir es oben irgendwo aufs Dach laden müssen, gucken einfach mal. So, lösen das Ganze schon mal. Aufklappen müssen wir ja nicht. So, gehen wir direkt mal in den Liebherr LTM. Nein, nicht LTM, halt, falsch. Das ist falsch. Wo ist das? Da, Flat-Top-Kran, genau. Liebherr, Litronic, Liebherr ECB, Litronic, ECB, Turmtrikran. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau jetzt gerade die Bezeichnung. Na gut, wo muss es hin? Genau, da oben aufs Dach muss es. Also einmal da hoch mit den ganzen Materialien. Genau, danach müssen wir ein paar Fertigwände holen. Ich weiß gar nicht, mit welchem LKW wir als letztes gefahren sind, weil wir haben ja jetzt hier den Scania und den MAN, also in der standardmäßig drin ist der MAN, und den Scania, diesen Mod-LKW. Aber da steht zumindest der MAN, ich weiß gar nicht, wo der Scania steht. Und ich hatte ja so gesagt, dass wir das mal probieren, weil da hinten steht auch der Sattelkipper noch. Ihr seht, wir haben gekauft, bis jetzt noch nie eingesetzt, steht immer noch beim Fahrzeughändler. Ich hatte ja gesagt, dass wir so bis möglichst so probieren, ein bisschen so abwechselnd zu machen, dass wir immer mal halt abwechselnd den Sattelkipper und abwechselnd den, nicht Sattelkipper, abwechselnd den Scania-LKW-Zugmaschine und abwechselnd mit der MAN-TGX-Zugmaschine.
oder nee, das ist ja gar kein TGX, ne? Das ist, glaube ich, TGL. Also halt mit der MAN-Zugmaschine einsetzen, immer das so abwechselnd machen. Ja, aber ich weiß gar nicht, was wir als letztes benutzt haben. Ich glaube, das war aber der Scania, als wir Fertigwände geholt haben, ne? Muss aber mal gucken, wo der steht. So, genau, um da ein bisschen so Abwechslung zu haben bei dem LKW immer. Wobei wir natürlich eigentlich den MAN auch schon viel benutzt haben. Aber egal, wir können es ja einfach mal immer so abwechselnd machen. Genau, aber es ist schon ziemlich lange her, seit dem letzten Teil. Ich weiß gar nicht, ich glaube, zwischen diesem Teil und dem letzten Teil lagen ja jetzt irgendwie fast 2 Wochen Pause oder so, dass keine neuen Videos von dem Let's Play hier gekommen sind. Das lag einfach daran, weil ich halt in der letzten Zeit jetzt gar keine Zeit mehr hatte zum Aufnehmen. Ich glaube, ich habe jetzt seit circa fast 3 bis 4 Wochen keine Zeit mehr gehabt aufzunehmen, weil es in den letzten Tagen beziehungsweise letzten Wochen die schriftlichen Abiturprüfungen angestanden sind. Also sie haben letzte und vorletzte Woche, also das Video kommt jetzt am Samstag, dem 19. raus, genau an dem Tag nehme ich es jetzt hier auch morgens auf. Und da jetzt letzte und vorletzte Woche haben halt bei mir die schriftlichen Abiturprüfungen angestanden, also halt die Prüfung von den Fächern, in denen ich halt da Prüfungen gemacht habe. Nächste Woche sind auch noch ein paar Fächer, stehen auch noch ein paar Prüfungen an, aber das sind halt nicht mehr Fächer, wo ich noch schriftliche Abiturprüfungen habe. Genau, also den ersten Teil der Abiturprüfung habe ich sozusagen jetzt schon hinter mir. Und da hatte ich halt letzten 3-4 Wochen halt deswegen gar keine Zeit, irgendwie Aufnahmen zu machen. Deswegen kam auch einige Zeit lang jetzt erstmal keine Videos vom Let's Play, vom Bausimulator 2015. Aber jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit, um hier Aufnahmen zu machen. Und deswegen sollten jetzt in Zukunft auch wieder regelmäßig neue Folgen davon kommen. Genau, und dann stehen wir mir jetzt dann erst noch in circa 2,5 Monaten, also Ende Mai, Anfang Juni, stehen dann noch die letzten Abiturprüfungen an, und zwar dann noch die mündlichen Abiturprüfungen. Und dann, genau, sind alle Abiturprüfungen geschafft sozusagen. Gut, es kommen noch ein paar Klausuren jetzt, ganz normale Klausuren halt noch, neben den Abiturprüfungen, aber es sind auch nicht mehr allzu viele. Und dann Mai, Juni sind nochmal die mündlichen Abiturprüfungen, und dann Anfang, wenn dann die Sommerferien beginnen sozusagen, ist dann für mich die Schulzeit sozusagen dann da zu Ende. So. Wunderbar. Gleich haben wir alles hier aufgeladen. Beziehungsweise umgeladen. Aufgeladen aufs Dach, umgeladen aufs Dach besser gesagt. Wobei ist das eine? Doch, das ist auch angenommen worden. Oben ist jetzt der Fortschrittsbalken so weit, dass da noch ein Isoliermaterial drauf muss, was irgendwie, ist die Palette irgendwie in die Pritsche da abgesunken, oder wie ist das? Keine Ahnung. Na gut, so, und raus mit dir. Ja, festgeklebt am Boden. Einmal rausgezogen mit der Kraft vom Turmdrehkran. Ab nach hier oben. So. Und schön dahin, genau. Dann kommen wir wahrscheinlich fertig, wenn ich, geh mal davon aus, auf die Seite, weil da drüben ist ja dir, ist jetzt nicht mehr irgendwie nochmal so ein Treppenaufgang oder sowas. Das heißt, da ist nicht mehr irgendwie noch so ein Dach oder so. Sondern, also beziehungsweise nicht mehr ein Dach, was? Ne, das da drüben ist jetzt so ein Dach. Eigentlich schon, das ist so dann zu Ende, so wahrscheinlich ein Flachdach. Und hier ist ja noch so ein Treppenaufgang, das heißt, hier wird noch irgendwie, kommen noch irgendwie Wände dann dazu. Auf der anderen Seite lohnt es sich ja nicht, weil da wäre irgendwie gar kein Aufgang von innen vom Gebäude. So, Abschnitt abgeschlossen. Und jetzt brauchen wir wieder Fertigwände. So. Lass uns mal kurz gucken, wo unser Scania steht. Das interessiert mich jetzt mal. Hä? What? Den haben wir nie im Leben hierher gefahren. Wie kommt der denn hier hin? Ach, wisst ihr was? Wir nehmen den jetzt einfach trotzdem nochmal. Wir haben ihn noch nicht so oft eingesetzt. Und danach machen wir jetzt immer abwechselnd. Alter, 6.000 Euro, weil der hier hin. Aber wir hätten ihn auch zu unserem Firmengelände transportieren lassen können. Dann wäre es günstiger gewesen. Dann wäre es günstiger gewesen, wenn wir es zum Firmengelände transportiert lassen hätten. Und dann hier zur Fertigwandfabrik. Aber gut. Aber wie kommt der da zum Firmengelände in kein Anhänger. Wie kommt der zum Firmengelände in Wolfsheim? Ja, schon wieder, nein, nur gar keinen Anhänger. Ich habe ihn erstmal zurückgegeben. So. Gell, wir haben den da gar nicht hingesetzt oder so. Naja, gut. Alter, 6.000 Euro, um den bis hierher zu transportieren, bis hierher zu bringen. Aber keine Ahnung, wie der da hinkommt. Fragt mich nicht. So, da kommt der Rauch ordentlich aus dem Auspuff raus. So. Und da steht der Anhänger, genau. Jetzt wollte ich irgendwas sagen, was mir jetzt aber gerade irgendwie nicht mehr einfällt. Irgendwas wollte ich sagen. Achso, genau. Ja, wir haben ja, wie ihr seht, 2,6 Millionen Euro, und dann macht es aber auch nichts aus, wenn wir jetzt dann mal für
6.000 Euro den halt transportieren lassen müssen. Wenn wir jetzt irgendwie nicht so viel Geld hätten und irgendwie noch auf was sparen oder so, dann wäre das schon ärgerlich gewesen, wenn man dann irgendwie das günstiger hätte machen können, indem man den zum Firmengelände hätte transportieren lassen und von dort aus dann hierher gebracht hätte. So, alles abgesichert, Ladung sicher abgepackt, im Auflieger, ab geht's zur Baustelle. Wir fahren... Ist gar nichts markiert, wir brauchen nochmal Navi bitte, zeig uns die Strecke. Okay, es geht über die Autobahn, genau, das war ja so die andere Strecke, die wir auch ziemlich oft immer gefahren sind. Right is clear, left is clear. So, und einmal hier vorbei. Genau, diese Autobahnstrecke da. Ist ja auch oft genutzt worden von uns. So, die Ampel bleibt grün. Dankeschön, Ampel. Das war sehr nett. So, einmal hier scharf rechts abgebogen. Und dann geradeaus in Richtung Autobahn. So, halt. Rote Ampel. So, mal gerade ein paar Screenshots machen. Schon krass mit diesen vier Rundumleuchten, die da oben drauf gebaut sind. So. Ich hätte auch die rechte Spur nehmen können. So. Und weiter geht's über die Autobahn. Kurz Fuchsberg verlassen, gleich wieder nach Fuchsberg rein. Ja, dann sind wir dann bald fertig. Ich denke mal, so in 2-3 Teilen sollen wir fertig sein mit dem Klinikum. Müssen aber irgendwie am Ende nicht mehr einen Vorarbeiter ansprechen, komischerweise. Und, also hier mache ich auch nochmal gerade einen Screenshot. Genau, geht schon weiter mit der nächsten Baustelle, die wir ja schon angefangen haben sozusagen. Also wo schon Angestellte von uns angefangen haben. Und zwar den Bau von der Windkraftanlage. Freue ich mich auch schon sehr drauf, wenn wir dann da den riesigen Mobilkran einsetzen. Den Liebherr LTM 11200-9.1. Ist ja ein richtig geiles Ding, habe ich euch ja schon mal gezeigt in einer der letzten Teile, als wir den gekauft haben. Und genau, freue ich mich schon sehr drauf, mit dem dann zu arbeiten. Wird bestimmt richtig cool. So, genau, wir müssen aber halt erstmal dann die Sachen zur Baustelle bringen. Da werden wir so mit dem Kleinen wahrscheinlich aufladen oder so, müssen wir mal gucken. Ja genau, wir hatten es ja damals auch mal mit dem kleinen Mobilkran aufgeladen. Und dann werden wir das dann mit dem, mal kurz die Straße blockieren. Werden das dann mit dem kleinen Mobilkran, also mit dem anderen Mobilkran, der standardmäßig hier im Bausimulator drin ist, werden wir das auf den Auflieger, auf den... Genau, da haben wir ja, ich weiß gar nicht, muss man mal gucken, mit was wir das transportiert haben. Das war aber, glaube ich, der... War das der Schwertransportauflieger oder so? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Mit dem werden wir das dann, genau, zur Baustelle... Doch, das war mit dem Schwertransportauflieger, ne? Also da, genau, da gab es doch diesen einen speziellen... War schon zu lange her, ich weiß nicht mehr genau. Fuhrpark, das war einer von diesen riesen Aufliegern. War es der Spezialtransportauflieger? Ich meine schon, oder? Ich muss mir mal das Video angucken, dann sehe ich es ja. Auf jeden Fall, auf den werden wir das dann aufladen mit dem... Pritschenwagen mit... nicht mit Pritschenwagen mit Kran, das geht doch gar nicht. Mit dem Mobilkran. Und dann werden wir das mit dem... Genau, Liebherr LTM, dem großen... Also mit dem kleinen Mobilkran werden wir es da an der Baustelle aufladen. Am Stahlwerk aufladen. Und dann am... Auf der Baustelle werden wir es dann abladen und halt dann die Teile aufstellen mit dem großen Mobilkran. So, schon richtig cool mit dem zu arbeiten, aber ich hab bis jetzt mit dem auch noch nicht gearbeitet, mir kein Video dazu angeschaut oder so. Ich weiß gar nicht, ob es da schon irgendwie Videos gibt, wo der verwendet wurde auf YouTube. Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ui, na, haben wir irgendwie noch an der Wand festgehangen. Auf jeden Fall immer noch an der Wand festgehangen. Bin ich mal sehr gespannt, wie wir den zu bedienen haben und so weiter. Weil da ist irgendwie so das Fahrerhaus ist hinten so dran, wie der irgendwie aufzubauen ist oder so, aber das werden wir schon alles irgendwie dann hinkriegen. So. Ja, Leute, und ich würde sagen, dann war es an der Stelle schon wieder von dem Teil hier von Let's Play Bausimulator 2015. Im nächsten Teil geht es dann hier weiter mit dem Bau vom Klinikum. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich denke mal, die Fertigwände sollten wir setzen können. Das sollten wir im nächsten Teil fertig machen können.
Und dann vielleicht auch schon die Erde holen. Wir gucken einfach mal, also im nächsten Teil, wenn wir noch nicht fertig werden, aber vielleicht sogar im übernächsten Teil, sieht gut danach aus, dass wir schon hier den Bau abschließen. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil, ich hoffe ihr auch. Und ich hoffe, der Teil hier hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch eine positive Bewertung da. Drückt den Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Würde mich auch sehr freuen und dann hören wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut. Haut rein, euer LineGamer1, ciao.